Gewehre und Motorräder. Immer schön ruhig bleiben. Ihr könnt rausgehen. Aber wenn ihr zurückkommt, achtet darauf, dass euch niemand folgt. Keiner weiß, wo unser Lager ist. Es gibt Plätze in Tarantonova, wo man besser gar nicht hingehen sollte. Solltet ihr erwischt werden, dürft ihr nichts verraten. Ich denke, ihr habt verstanden. Hm? Sonst kümmern wir uns drum. Der Kuss der Kröte. Gut, er hat eine Regel gebrochen, uns aber nicht verraten. Lassen wir ihn noch eine Woche im Keller und sehen dann weiter. Marlene Dietrich sieht aus wie ein Mann. Und Shirley Temple ist kaum aus den Windeln raus. Ich bekomme tausende Briefe von Mädchen, die genauso sein wollen wie ich. Lassen Sie uns mit einem Vertrag über 4 Filme beginnen. Das Geschäft ging den Bach runter. Das gehört jetzt der Vergangenheit an. Ja. Es war aus! Es war aus! Der war eindeutig drin. Der Ball war im es Aus. Es war kein Aus. Es ging an seinem doch, Fuß es war vorbei. Aus. Es war das drin. Ist doch totaler Blödsinn. Das ist unmöglich. Er war drin und es war aus. Gesehen. Der Ball war im Aus. Ja, natürlich. Vielleicht hast du ja Lust und kommst uns besuchen. Du solltest aufpassen. Er ist ein Betrüger. Mein Bruder ist im Immobiliengeschäft. Das ist eine ausgezeichnete Idee. Ich rufe morgen früh Goebbels an. Goebbels an? Ja, er ist Chef der Propaganda, was den Filmvertrieb einschließt. Ich habe mal mit ihm zu Abend gegessen. Ja, das war bei Hitler zu Hause. Ich werde ihn Deutschland besorgen. Sie verdoppeln mein Honorar. Ich aß schon mit allen zu Abend. Also, sind wir uns dann einig? Oh, sorry. Mein Name ist Kurt und ich bin so süß. Und ich werde andauernd angemacht. Leute, stellt euch bitte hinten an. Bitch. Ich denke, dieses Jahr finde ich endlich einen Freund. Gut, letztes Jahr hatte ich meine nuttige Phase und das ist in Ordnung so. Ich meine, diese Zeiten machen wir doch alle durch. Außer dir natürlich. Keine Ahnung. Mein Magen nervt mich mal wieder. Ist das so? Ja. Was denkst du, wer wird da sein? Keine Vorlesung am Freitag. So wie immer. Es geschieht nichts vor Mittag. Und ganze 2 Termine liegen zusammen. Das ist doch ein Witz. Hey, oh. Gib mir Bescheid, wenn du von Dan in einen Ring-Ring kriegst. Ja, gut. Weißt du was? Dieser Penner soll sich doch verziehen. Er will anrufen und tut es nicht. Also ist er schwul, beziehungsunfähig oder tot. Ob ich Steven eine Nachricht schicken soll, war die Frage. Hör jetzt auf, wie ein Kleinkind zu rennen. Beweg dich wie eine erwachsene Frau, die flachgelegt werden will. Kannst du den Schwanz da hinten sehen und du willst ihn doch oder etwa nicht? Los, renn zu ihm. Keine Ahnung, ich meine, schließlich fahren wir wegen Marilyn hier raus. Was ist, wenn wir sie nicht finden? Es gibt noch 2 weitere Gebäude, da und da. Martin und Gary gehen dorthin und wir versuchen es hier. Toll, wenn ihr unbedingt gehen wollt, dann werde ich euch nicht aufhalten, aber ohne mich werdet ihr den Durchgang niemals finden. Ja, können Sie mich hören? Wir sind hier im Cinder National Park. 2 meiner Freunde sind sehr schwer verletzt und wir benötigen unbedingt Hilfe. Nein, ich gehe, ich werde es finden, okay? Lass mich nur ganz kurz überlegen und dann werde ich es... Mann, du darfst nicht. Alles okay. Ich werde gleich wieder hier sein. Du darfst mich hier nicht alleine lassen. Ich bin hier! Ich bin doch hier! Komm und hol mich! Ich denke, du brauchst jemanden, der sich besser mit solchen Dingen auskennt als ich und mit dem du reden kannst. Da bist du ja. Ey, Kleines. Ist okay. Es ist okay. Sieh mal hier. Willkommen zu Hause. Sie wusste, wenn diese kleine Ente jemals überleben würde, dann müsste sie ihr helfen. Yo no sabía que hablo español. Ich spreche hier von den Methoden. Wenn ich ein Mann wäre, würden sie mich James Bond nennen. Und ich liebe das, was du fühlst. Gute Nacht. Nur für heute Nacht ändern wir deinen Namen, deinen Beruf. Und was spielst du so? Ich spiele Bass. Spielst du in einer Band? Oh, ja, ja. Und ich bin ein Groupie und kam einfach in dein Zimmer. Ja, ja, das klingt gut.